Und damit hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Erklärungsnot. Mein Wenigkeit Sardetin, das ist der Pawn Simulator und natürlich der Simulatorenfreund auf unserem Kanal ist auch mit dabei, ein guter Klunkertrache. Tja, kein Simulator ohne meine wertigen Kommentare, ihr wisst wie es ist. Zu Recht, zum Glück. Ja, denn wir wollen ja auch ein bisschen investieren, ne? Ihr wisst ja, YouTube und so bringt nicht so viel Geld, deshalb müssen wir uns ja, oder bringt viel Geld und wir müssen ja weiter investieren, deshalb kaufen wir uns Geschäfte, in dem Fall jetzt den Pawn Simulator. So, ich muss zugeben, ich habe es schon mal gespielt. Das ist ja blöd. Ich hoffe, das haben sie gepatcht, weil es gab jetzt wieder einen Patch. Immer wenn die Schrift kommt, solltet ihr nichts tun. Wenn ihr dann gerade in einer Aktion seid, genau, das kommt nämlich jetzt ein paar Mal, dann die Schrift hat Vorrang und die Aktion geht dann nicht mehr danach. Also ihr könnt dann nichts mehr machen. Das ist so ein Bug. Das ist sehr nervig. Ah ja, so ganz klassisch. Ja, ein bisschen Müll einsammeln. Ja, ein bisschen sauber machen. Wenn du nicht weißt, was Porn heißt, das ist halt einfach, Leute kommen zu dir wie ein Pfandbüro, ne? Also Pfandleihhaus, genau. Also ihr habt kein Geld, kommt mit einer Uhr zum Beispiel dorthin, die geben euch Geld dafür und ihr könnt späterhin das wieder abholen, wenn ihr wollt, oder andere Leute kaufen es halt auf. Genau, wenn ihr normalerweise, wenn ihr es nicht schafft, das abzuholen wieder, dann wird es verkauft. In dem Fall hier in dem Spiel ist es aber so, es wird immer verkauft. Also das, was ihr abgebt, ist dann auch weg. So, das habe ich in der ersten Aufnahme schon, das ist extrem tricky. Wer das hinkriegt mit dem Müllsack, der kann auf jeden Fall, wird der nächste NBA-Champion. Das könnt ihr euch schon mal sagen, weil das ist unglaublich kompliziert gemacht. Genau, das meine ich. Also das Beste ist, ihr stellt euch einfach hier oben drauf, ja, was jetzt wieder mal nicht geklappt hat, und schmeißt so rein. Was auch nicht funktioniert immer. Ja, das ist, da hatte ich schon in der ersten Aufnahme meine Problemchen. Na komm schon. Oh, da geht doch, komm. Ja, ist auch so, ihr müsst das nicht reinschmeißen, ihr kriegt dafür aber einen Punkt. Und oben habt ihr ja Pop, also Pop 1 oder was das heißen soll. Ist euer Level quasi. Und das ist die Popularität. Ja, die das Popularitätslevel. Und das steigert ihr halt, also ihr kriegt halt dafür dann einen Punkt, ist jetzt nicht viel, aber... Genau, da oben habt ihr das gerade gesehen. So, das haben wir gemacht. Moin. Jetzt muss er erstmal ein bisschen wischiwaschi. Ganz klassisch, ne? Schön mit der Borste hier. Diese elenden Dreckspatzen, du. Weggeschrubbt, das habe ich beim ersten Mal nicht kapiert. Wir müssen natürlich auch das hier wegmachen. Klingt wie bei so einem Flipper-Spiel oder sowas, ne? Hat so ein bisschen was Pinball-artiges, ja. Jetzt haben wir wieder zwei Müllsäckchen. In der ersten Aufnahme habe ich auch versucht... Okay, das ist wieder... Ich liebe es einfach. Ich hab's auch versucht, ich mach's jetzt auch nochmal. Komm, scheiß drauf, zum Nachbar rüber. Da kann ich auch mal kümmern, was soll ich immer machen, ne? Ja, ihr macht schon genug hier. Das ist echt, das ist nicht so leicht. Und ihr habt nur die Möglichkeit, das zu schießen. Ihr könnt es nicht irgendwie... Wow, nice, da war gut. Könnt es nicht irgendwie legen. So, das haben wir geschafft. Jetzt müssen wir unseren Pawnshop mal eröffnen. Die Zeit ist auch geil, ja. Edit. Jetzt geht's nämlich los. Klunker, pass auf. Man hat ja 10.000 Symbole. Und da habe ich mal beim ersten Mal das Falsche gekauft, weil ich dachte, ich kann es erst angucken, kann ich aber nicht. Wenn du drauf gehst, hast du gleich gekauft. Und da gibt es natürlich was für uns. Ja, das sieht doch geil aus. Chopperon. Oder, ja, Türkei, ja, das war natürlich nicht. Was gibt es denn noch hier? Sieht halt auch cool aus, ne? Das sieht schon, ja, richtig bling-bling-mäßig aus. Ja, sieht Casino-artig aus, so, ne? Nehmen wir das hier oder wollen wir das Japanische nehmen? Du kannst ja ganz Casino nehmen, mir ist egal. Ja, das mal, das andere hatte ich in der anderen Aufnahme schon. Das sieht aber auch, Alter. Jetzt brauchen wir einen Shopname. Pass auf, mein blauen wäre. Pawn Patrol. Ich weiß nicht, wer diesen Anime kennt. Ich habe ja einen 4-jährigen Sohn und da guckt diesen Mist mal an. Oh Gott. Nicht, dass ich jetzt mich 2000 Fenster lehne. Aber heißt das Wort Paw Patrol. Ja, das finde ich ja so lustig. Pawn Patrol halt. Ja, alles gut. Dann, ja, nee, passt schon. Alles gut. Ja, das machen wir auch so, komm. Wir könnten auch die Farbe ändern, das geht aber nicht. Genau, jetzt haben wir auch noch Skills, die gehen aber automatisch. Und jetzt war, glaube ich, mussten wir hier ins Menü wieder gehen, genau. So, und jetzt, ach nee. War es auch schon mal in... Nee, Shop... oder irgendwas, ne? Shopname hat nicht gezählt. So, jetzt. Ja, wie gesagt, das könnte man eigentlich farblich machen, aber das mache ich immer, aber es geht nicht. Und dann ich muss auch, genau. Habe ich es richtig geschrieben? Pawn Patrol, ja. So, jetzt habe ich es gesetzt. Jetzt sind wir soweit. So, jetzt kommt das Müll wegsammeln, was ich sehr lustig finde, weil das haben wir natürlich schon gemacht. Bevor es unser Laden war, aber ist ja egal. Und der Typ, jetzt sollen wir es halt openen. Mhm. Okay. Okay, das hängt jetzt schon. Ja, das ist halt echt schade in dem Spiel manchmal. Ja, wir müssen jetzt das Schild eigentlich drehen. Ja. Was er wieder nicht macht. Kann das mal ein Preisschild dranhängen. Ah, ja, das ist... Oh, guck mal, ich habe das auch gemacht. Ist ein schönes Spiel, also ich habe richtig Bock drauf gehabt, aber es ist halt leider, lieber Entwickler, es ist sehr schwer spielbar, weil es einfach zu viele Fehler hat, die in meinen Augen nicht sein müssen. Jetzt haben wir wieder das Problem, es kann jetzt wieder sein, ich stand da an der Tür und der Typ hat diesen Tipp gegeben, was ich machen soll, und dann drückst du es weg, und wenn du in dem Moment aus Versehen irgendwie E drückst oder irgendwas, dann hättest du ja das Schild gedreht, der Kunde hat aber gerade geredet, damit geht's nicht mehr. Ja, okay. Also es ist mir nicht mehr möglich. Also ist da noch ein bisschen was... leider einiges. Gangi. Leider einiges, ja. Können wir nochmal in die Menüs gehen, vielleicht geht's dann. Ich will jetzt aber auch nicht quiten. Nicht jetzt schon. Shop, wir können jetzt auf jeden Fall... Oder muss ich erst ein Regal kaufen? Ich glaube, es kann auch sein, du musst erst ein Regal kaufen. Steht so, da habe ich das... Ach, steht auch da, ich Idiot, ja. Siehst du, okay, alles gut. Ich habe nichts gesagt, lieber Entwickler. Da haben wir jetzt verschiedene Regale zur Auswahl, die sind alles sehr lustig. Ich entscheide mich natürlich erstmal fürs günstigste. So, jetzt kommt das allerlustigste. Also, ja, okay, Hammer. Okay, was mal. Jetzt sagt er auch, ich soll es öffnen, okay. Machen wir jetzt aber noch nicht. Der Karton wird geliefert, das ist cool. Und ich kann den jetzt aber nicht anpacken, sondern der wird sofort ausgepackt. Guck an. So, das heißt, ich muss jetzt mit dem Regal irgendwie hier durchlaufen. Okay, das ging jetzt problemlos. So, unglaublich hässlich, aber was willst du machen, ne? So, guck mal. Ja, na gut, wir sind am Anfang des Ladens, ne? Da, wie gesagt, da muss man erstmal gucken, wie man kommt. Da, funktioniert, Leute. Laden ist geöffnet. Ihr dürft gerne euren Müll zu mir bringen. Nein, natürlich nicht euren Müll. Aber immerhin, wenn wir mal davon aus, also jetzt mal Real Talk, ne? Wenn du jetzt einen Laden aufmachst und hast ein Grundkapital wie der von $2.300 zum Ankauf von Artikeln, ist ein bisschen mau. Also der Kollege, der den Laden aufgemacht hat, hat keine Ahnung, er sollte sowieso schließen, weil es ist einfach, also für einen Pornstore nur $2.000 zu haben, weiß nicht, fangen lieber gar nicht erst an. Da kommt auch unser erster Kunde. Ja, grüße dich. Ja. So, also First Customer, okay, bla bla bla. Das wissen wir ja schon. So. Der will uns jetzt diese Maske verkaufen. Da steht jetzt hier, die wird so gehandelt für $200. Das ist ja unglaublich geil, die Maske. Und wir können jetzt hier auf Give Over geben. Ne, okay, da ist zum Beispiel so, dass er nichts vorgibt. Und wir können jetzt hier drehen. Und da sehen wir dann nochmal die Werte dieser Frau, ne? Mhm. Wobei ich das noch nicht ganz knowledge. Weiß ich nicht genau. Das heißt wahrscheinlich, wie gut du mit der handeln kannst. Ja, Wissen halt. So, die hat man die jetzt für 30 verkauft. Jetzt kommt der nächste Kollege. Ja, moin. So, jetzt musst du nämlich aufpassen. Wenn du jetzt den angenommen hättest, wärst du... Ich weiß, wo das Zeug ist. Wär's vorbei. Da hat ein Basketball. Die ist selten. 0, okay, das ist schon mal gut. Minus 2, minus 1. Den kann man schön über den Tisch ziehen. Oh, guck mal den nochmal an. Und Daniel Robinson. Interessantes Status gut. Typ Raw. Alter, für $30, ne? Und das ist auch so ein bisschen der Trick bei dem Spiel. Das geht jetzt die ganze Zeit erstmal, bis man dann was aufbauen. Du hattest gerade 2300 und hast jetzt 858. Das könnte dann nicht nach $30 gewesen sein. Ich habe aber 30. Hier steht da 30. Ja, schon, aber... Oh, der hat einen Gameboy. Ja, das verstehe ich jetzt auch gerade nicht. Naja, du hast jetzt 156. Du hast 30 eingegeben, aber du müsstest dann unten halt wahrscheinlich, du hast accepted, aber wahrscheinlich musst du das Gegenangebot erst drücken. Nee, das ging eigentlich, also ich hab's ja nun schon gespielt, Leute, und das war eigentlich bis jetzt, na gut. So, pass auf, jetzt kannst du das, ja, okay. Ihr habt jetzt die Kiste, den Karton, und da liegt noch euer Zeug drin, das könnt ihr rausnehmen, ihr könnt es nicht reinigen, also bis jetzt zumindest noch nicht. Oder bald, na, hoffentlich ist da nicht schon wieder Buggy. Und der Gameboy, den würde ich am liebsten behalten. Ja, ist ja gut jetzt. So, warte mal, ich muss das in mein Regal einräumen, mein Kollege. So, legen wir mit hier, das ist cool. Moin! Da habe ich es wahrscheinlich falsch gespielt, aber bei mir ging das so. Ich habe ja 30 eingegeben, das ist mein Angebot für ihn. Normalerweise, und ich würde es ihn für 30 abkaufen. So habe ich das verstanden. Wenn ich Recheck drücke, heißt das, ich schicke ihn weg. Und Give Over bedeutet, ich lasse mir von ihm ein Angebot machen. Also er möchte 157 dafür haben. Ich gebe ihm aber nur 30. Also so war es zumindest immer. Da hat auch ein Gameboy übrigens. Das machen wir aber nicht. Machen wir nicht. Zieh ab hier, wir haben schon einen. Ich sag's ja bloß, also du hast halt mehr bezahlt als was. deswegen. Das ist aber echt komisch, dass ich das alles weiß jetzt hier, aber mit Wellen, aber, ne? Guck mal, schnicker Typ hier, ne? Special Compass. Die heißen irgendwie alle gleich, kann das sein? Nur der Nachname ist anders. Special Compass, der... Nee, das kannst du knicken. Weil wenn der schon mit 2443 anfängt, kriegst du den nicht unter 1000. Das macht man natürlich nicht, Leute, ne? So, der erste Talk ist auch langsam zu Ende. Der Typ ist auch cool, der kommt jeden Tag. Das ist der beständigste Kunde, den du hast. Das kann ich euch schon mal sagen. Das ist euer Stammkunde. Der kauft oder verkauft nichts. Das ist halt ein Obdachloser. Möchte gern, der fragt dich mal, ob du mal ein paar Dollars für ihn hast. Ach du Willi. Und ich weiß aber nicht, ob das irgendwann mal eine Entscheidung hat. Was? So, jetzt haben wir ja die Resonanz gekriegt. Wir haben 3 Produkte gekauft. Miese gemacht. Ja. So. Moin. So, jetzt ist auch wieder das Problem. Jetzt kommt nämlich dieses Bild. Jetzt geht's wieder. Okay. So, komm, ich gebe dir 10 Dollar, wie immer. Ja, weil du es bist. Jetzt hau ab. Kauft aber wegen was Unterschied. Wenn du Alkohol kaufst, Junge, versuchst du aber einen Arsch, ne? Hier gibt es auch Einbrecher, habe ich festgestellt. Die sind übelst cool mit Kapuze, die schleichen sich dann rein und versuchen klammheimlich deine Items zu klauen. So, jetzt aber mal Ruhe hier, ne? Muss ja erstmal ein bisschen arbeiten, ja. So, hatte ich noch was? Nee. Jetzt ist cool, du kannst jetzt hier diese Laserpistole nehmen und drückst auf die Maske und da zeigt es dir hier an. Komme ich bloß nicht rüber, um den Pfeil zu drücken. Was die halt, die kostet 214. Ach, das habe ich bezahlt, ne? 214. Hä, das ist aber komisch. Wieso kann ich dann einen Preis eingeben, wenn da nicht... Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, das muss ich mir nochmal angucken dann beim nächsten. Also, du hast auf jeden Fall den Preis angenommen, den Erde gegeben hat. Da machen wir 230. 230 für so eine Maske, ne? So, dann haben wir hier den Gameboy. Da habe ich bezahlt 156, gut, das kommt hin. Wird aber gehandelt bis 464, also machen wir bei dem mal 250. Müssen aber ein bisschen Geld reinnehmen. Was ich nicht so richtig verstehe, da bist du ja trotzdem nicht bei die 2000. Woher, also hat der Ball so viel gekostet? Das wollen wir jetzt gleich sehen. Oh ja. Darf ich mich auch auf den Tisch ziehen lassen. Ich wollte gerade sagen, okay, also da vor allen Dingen 100. Von 100 bis, alter Schwede. Gut. Egal, wir haben auf jeden Fall... Ja gut, okay, aber ich habe es ja gestern schon gespielt, mein lieber Freund. Ich habe schon eine Aufnahme gemacht. Wenn die jetzt wieder abbricht, weil wieder... Ich hatte halt einen Fehler und konnte nicht weiterspielen. Wenn das jetzt hier wieder der Fall sein sollte, nehmen wir die andere Aufnahme, dann werdet ihr das nie hören. Oh, anstrengend, so viel Geld auszugeben. Oh, ich bin richtig müde. Aber wenn die jetzt doch hochgeladen wird, dann habe ich es entweder gestern falsch gespielt oder... Das war ein Bug, das sollte nicht so sein, weil ich habe die immer für den Preis sehr günstig einkaufen können und sehr teuer verkaufen können. Also, ich hatte relativ schnell Geld dann. Deshalb verstehe ich das nicht ganz so, aber gut. Ja, wie gesagt, Gottes Willen. Ja, du hast schon recht. Also, das macht ja auch Sinn. Die Kosten stehen dort, was du bezahlt hast. Aber wie drücke ich den Preis dann bei ihm? Das habe ich noch nicht verstanden, das müssen wir mal gucken. So, jetzt kommt eine Interessentin hier. Mal gucken, was die sucht. Moin! Guten Tag, schöne Dame. Wir hätten hier einiges im Angebot. Ich kann den Basketball sehr empfehlen. Ah, Gameboy ist auch cool, komm. Gib doch mal einen Ruck. Ist nicht so, dass ich euch immer dicht ziehe, aber ich hab... Ja, die haben die Maske. So. Jetzt kannst du halt hier... Ja, das, Gott sei Dank, habe ich nicht gedrückt. Jetzt zeigt er dir, wie du es einpacken musst. Okay, jetzt können wir das zum Beispiel verkaufen. Machen wir natürlich auch. Und dann müssen wir das so einpacken. Zack, zack. Und zack. Schleif schon drauf. Und dann gibt es nämlich nochmal 10 Dollar plus. Der Typ rennt gerade mit einer Ware raus. Warte mal, warte mal, warte mal. Du Schweinehund, du Krepel. Du bist so ein... Ah, kann ich nicht nochmal hochheben. Da hat er Glück gehabt. Das meine ich, die beklaut ich mich auch. Da musst du aufpassen. Aber das siehst du schon. Hat er schön Basketball geklaut, ne? Das ist schön das teuerste Item hier. Warte mal, so, zack. Haben wir das? Moin! Jetzt wieder opened. Ah, der gute Rothaarige, da hat immer schöne Produkte dabei. Verkaufen. So, pass auf, wenn wir jetzt auf Give Over gehen. Dann will der haben 9015. Du hast den Schuss nicht gehört, oder? I'm sorry, but the price needs to increase my bid is 9000. Nö. So, und jetzt habt ihr das gesehen, dass der ein böses Gesicht gemacht hat? Das heißt, wir haben irgendwas zu teuer gemacht. Der Basketball war für ihn zu teuer. Hm. Wahrscheinlich, ja. Gut, also heißt das, wir werden den so nicht verkaufen können. Oh, wir haben aber übelst viel Geld dafür bezahlt. Dann müssen wir aber... bezahlt auch mal? Ich guck gleich nochmal, warte. 1000 irgendwas. Ja, 2000 müssen wir schon einnehmen. Warte, ich bin da. Mensch, ich muss da alles gleichzeitig machen. So. Der Basketball. Wieder. Nochmal. Can you raise the price a bit more? By bit is... Nö. Nö, nö, nö. Also wahrscheinlich schlagen die dann Preis... Was immer noch zu teuer will zum Schrollen. Oder ist der Gameboy zu teuer? Das kann eigentlich nicht sein. Nö, Gameboy bleibt. Gut, dann machen wir hier nochmal 1000, aber 1700 möchten wir schon einnehmen dann. Es ist halt ein wertvoller Ball. Machen wir hier mal 230. Komm, das ist ein Top-Deal. Leute, was wollt ihr noch? Warte, ich bin da. Da. Alter, was bringt denn der an? Ja. Ein Amethyst. Ja, okay, das hatte ich auch noch nie. Nice. Was willst du denn haben für das Ding? Und tschüss. Ist ja, selbst wenn wir es wollten, könnten wir es nicht verkaufen. Ah ja, guck mal, den Gameboy, den nimmt er. Ja, sehr gern. Viel Spaß damit. Machen nicht kaputt. Das ist selten das Ding, ne? So, Schleifschritt drauf, klick auf. Beernten uns bald wieder. Ich hätte halt jetzt, also beim nächsten Customer, egal was er verkauft, probieren wir halt mal den Minimumpreis, der oben angegeben wird. Also wenn wir halt, wenn der sagt, da will so und so viel haben, gucken wir halt, was ist es wert und geben das mal ein. Weil es kann ja sein, wenn der Wert einfach zu weit unten ist, dass es dann als Angebot einfach nicht zählt. Ja, das kann sein, dass du dann automatisch Science annimmst, das kann sein, ja. Moin! Oh, geil, VR-Brille hier. Jetzt geht's los. So, pass auf, die möchte haben 760, das Minimum ist 415. Also machen wir 416, ne? Sag ich mal. Auch 450 zum Beispiel, keine Ahnung, ist ja egal. Nee, bezahlst du trotzdem das. Das, was die vorschlägt. Aber ein bisschen Geld nehmen wir ein, das ist gut. Du bezahlst, geiles Ding hier, ne? Du bezahlst trotzdem das, was die vorgibt, okay. Ja, aber das macht ja da schon gar keinen Sinn. Dann ist ja... 760 haben wir bezahlt, ja. Das Ding für 1000 verklingelt. Dann ist ja theoretisch das Handeln nicht möglich. Weil du ja dann einfach nur das annimmst, was die dir... Let's increase the price a bit, please. My bid is... Okay, sie weiß sehr viel darüber. Ja. Und Reject heißt einfach, du nimmst mal House Source. Pass auf, Reject sage ich, ja, aktuelle UI, das und bla bla bla, und dann geht die wieder. Okay, das ist ja komisch, also. Ja, Tausender schon verkauft. So, viel Spaß mit dem Ding. Batterien sind leider leer, muss ich nochmal noch welche dazu kaufen, habe ich aber gerade nicht im Angebot, ne? Danke. Schade, also wäre schade, wenn es so wäre, dass du wirklich den Preis immer annehmen musst, weil das... Ja, da musst du halt genau gucken, ne? Ah ja. Hä, ich hab gar nichts gedrückt. Ja, hat er mir das jetzt geschenkt oder was? Nee, du hast bezahlt. Ich hab doch aber, ich hab doch Give Choice gedrückt. Okay. Gucken wir mal. Was habe ich bezahlt für das Ding? 450. Hä, okay, das verstehe ich jetzt nicht. Dann will ich 500 dafür haben. Alter, 500 für so eine hässliche Lampe. Also die ist natürlich schön, ich muss ja verkaufen, die ist natürlich schön. Aber stimmt, aber jetzt mal ich, wie gesagt, ich frage bloß, ne? Standard nicht Kost, bla bla bla, und also ist nicht Kost, du hast so und so viel bezahlt. Na Kost, ich habe 450 bezahlt dafür. Und gehandelt wird es aber für 230, oder? Ne, weiß ich nicht, also ehrlich gesagt. Oder ob du 230, das müssen wir mal am Ende des Tages, müssen wir das mal überprüfen. Ja, müssen wir mal gucken. So, da will man eine Autobatterie verkaufen. Weil der grüne Preis ist ja eigentlich das, für was es so gehandelt wurde. Wenn ich jetzt Give Over drücke. Hä? Okay, warte mal, ich weiß, wie es geht. Ich bin doof. Ich hab's. Okay, das ist dem zu teuer. Ah, scheiße, hab ich schon geahnt. Okay, dann müssen wir. Was habe ich bezahlt? 450. Dann machen wir. 450 müssen wir wenigstens machen. Sonst. Kann natürlich sein, du fliegst auf die Fresse. Pass auf, ich hab's verstanden. Na gut, man muss das Land auch dazu. Und so wir sind ja auch nicht. Ja, auch nicht. Sind ja YouTuber und keine Dings. Meine Fresse, du, diese Schlampen. So, moin. Pass auf, die will jetzt die Mütze verkaufen, ne? Die kostet 22. Ich mach 10. Oh, warte mal. 10. Und mach Give Over. So, und jetzt steht ja, dort... Siehste, jetzt, alles klar. Ja, siehst du. Jetzt haben wir es verstanden, Leute. Okay, dann machen wir 18. Ja, okay, und jetzt fängst du nämlich an zu handeln, siehst du? Haha. Okay, krass, dann war das wahrscheinlich ein Fehler. Ja, moin. Gut, okay. Manchmal kann man halt Glück haben. Okay. 1460 haben. Alles klar, machen wir 700. Die wird wohl in Brand gehen, weil die Lampe zu teuer ist. Ich weiß gar nicht, ob das für alle dann zählt oder ob es dann wirklich welche gibt, die sagen, hey Mensch, das würde ich nehmen. 1355. Okay, jetzt machen wir ja keine Wellen, ne? Ich habe ja auch nicht so... Warte mal, Kollege, du musst jetzt... Kommt wieder reingeschlappt. Hast du ein schönes T-Shirt gekauft von meinem Geld, ne? Schön, warst du nochmal schön fett im Kick einkaufen vor 5 Euro. Ah, das ist aber auch teuer. Was wird die gehandelt? 1009, das kriegst du doch nie wieder. Pass auf, ich gebe... Ja, wir machen... okay, also das ist ja mein letztes Angebot jetzt. Sonst ziehst du ab hier, Kumpel. Nee, dann geh bitte. Wir müssen erst noch ein bisschen zu Geld kommen. Wieso habe ich jetzt Minus gekriegt? Das versteht auch keiner. Du willst wieder... Komm, ja, heute kriegst du mal nur 5 Dollar. Du kommst ja morgen sowieso wieder, ne? Du musst ja auch ein bisschen rechnen, wenn du jetzt jeden Tag kommst. Moin! 110. Okay, dann kriegst du 90. Hä? Okay, dann machen wir 110. Das ist ein guter Preis für die Drohne. Kriegst du nämlich gut los. Ne, ich habe gesagt 110, Junge. Ach, das sind aber auch, ne? Die heißen, oh, harter Handler. Und da kannst du halt jetzt gucken wahrscheinlich. Wenn er keine Ahnung hätte, würde der nicht... Aber der ist hartnäckig, ja. Der ist nicht geil. Da machen wir... Gut, da lässt sich nicht drauf ein. Machen wir 210. Hat das gemacht? Ne, da geht wieder okay. 230, machen wir 150. Müssen wir den Preis dort ändern, aber ich komme nicht dazu. Boah, die sind genau auch hart ins Geschäft, ne? 170, komm. Wer ist ein scheiß Autobatterie, Junge? Die ist sowieso leer, erzähl doch nichts. Nee, dann geh bitte. Ich muss ja nichts kaufen. Nimm deinen Müll mit. Kann nicht sein, ja. Frechheit. So, einen haben wir noch. Los geht's. Ich bin ready. Oh, eine Kaffeemaschine. Da guck. Oh, Alter. Machen wir 170, komm. 1300. Also, das ist ja weit über den Preis. Ja. Also, okay, da machen wir mal. Okay, die hat wahrscheinlich, vielleicht weil ich es zu tief angesetzt habe. Machen wir 350. Nee, dann lass es. Ich bezahle nicht über 1000 Euro für die Kaffeemaschine. Ist die gar nicht wert, mir, das weißt du selber. So, Bad Uff, haben wir noch was gekauft? Ja, ne, ein Cappy, okay. So, da knauern wir ja her. Dann kicken wir mal, das Ding kommt, irgendwas 22, 19 haben wir bezahlt. Machen wir 23. So, jetzt sieht man es ja auch. Ja. Na gut, dann ist es, dann macht es wieder richtig sinnisch, weil, wie gesagt, wenn du nicht handeln könntest, ist es ja, das wäre ja Quatsch. Ja. Aber da ist es interessant. Ich bin mir sicher, in der ersten Aufnahme war das anders. Aber egal. So. Aber ich habe da auch keine 450 dafür bezahlt. Achso, das war das, wo es nicht ging. Okay. 230. Na, da haben wir jetzt Pech gehabt. Da kriegt man ja nicht mehr als... Wenn wir es zu hoch machen, kauft es halt keiner. Das ist das Ding so, ne? Die Lampe, da haben wir natürlich schön aufs Brett geschissen. Sage ich jetzt mal so, wie es ist. Aber was willst du machen? Da kannst du kalkulieren, ne? Wenn du dann zu teuer einkaufst, gehen wir erstmal schlafen. Man hätte jetzt mal noch ins Casino gucken können, Leute. Ja, das ist halt, wie gesagt, das ist halt das Ding. Man muss halt erstmal das Konzept kapieren, wie es funktioniert. Ja. Moin. So, der Laden ist ja noch zu. Kann man ja mal ganz kurz ins Casino gucken, wollen wir das mal machen, eine Runde? Ich will es euch wenigstens mal gezeigt haben. Habe ich in der letzten Aufnahme nämlich auch nicht gemacht. Ich habe gesagt, da gibt es ein Casino, aber ich war nie drin, weil ich kein Geld hatte. Hier kann man jetzt ein bisschen spielen. Interessant ist, das Casino ist wahrscheinlich auch oben für alle, ne? Also du kannst ja nehmen, was du willst. Das so, ja, kannst Selbstbedienung ein bisschen machen. Das kann man nicht machen, aber den Kollege kann man machen. Kostet aber 100 Dollar oder hier am Glücksrad drehen. Kostet auch Muni. Mache ich jetzt mal, komm. Will jetzt mal wissen. Muss ja alles mal probiert haben mit dem Spiel. Vielleicht haben wir ja Schwein. Ja, komm, einmal machen wir. 20 Dollar miese gemacht, geht. Ja, mein Gott. Kannst aber halt auch richtig Geld rausholen, ne? Ja. Ja, wie jetzt. Nice. Haben wir einen Tausender. Da lassen wir es dabei. Wollen wir noch mal, machen wir das nochmal, oder? Tausender, ja, da kann man uns schon einmal leisten. Geht das überhaupt? Ja, geht. Nothing. Na komm schon. Da kannst du, wenn du da jemanden hast, der auf sowas abgeht, ne? Da bist du natürlich hier... Wir haben 1000 Dollar eingenommen. Machen wir noch einmal, ne? Da haben wir 220 miese gemacht. Jetzt trotzdem noch 780 plus gemacht. Ja. Da können wir auch noch einmal drehen. Ich bin jetzt eh nicht so der Glücksspielfreund, aber... Ja, siehst du. Ja, nice. Reicht mir. Dankeschön. Haben das noch ein bisschen Geld dazu verdient. Guck mal, wie es bei dem aussieht hier, ne? Bei mir regen sie sich auf dann. Macht schon was her, das Ding so. So, ist wieder offen, meine lieben Freunde. Könnte man da fröhlich, warte mal, nebenbei Müll wegschaffen noch. Hopp. Wenn das schaffst, gleich hochzuspringen, ist nicht schlecht. Dann geht's gut. So. Der Schopf ist geöffnet, meine lieben Freunde. Kommt und bringt mir eure Ware. Jetzt wissen wir zumindest das System. Jetzt sind wir drin. Jetzt kann es besser werden. Weil ich dachte schon, ja, du bietest und dann bezahlst du trotzdem irgendwie einen völlig überteuerten Preis. Ich dachte, yeah, das kann doch gar nicht funktionieren. Das klappt doch was nicht. Ich muss ehrlich zugeben, der ersten Aufnahme, das ist halt das Geile, wenn zwei Mann dabei sind. Der Klunker, dem ist jetzt aufgefallen. Ich habe das letzte Mal in der ersten Aufnahme gar nicht dahin geguckt. Ich habe auch meinen Preis eingegeben, habe akzeptiert und war froh, dass die das gesagt hat und habe gedacht, cool, hast du über den Tisch gezogen. Pass auf, da ist wieder ein Typ mit Maske. Ja. Du kannst dich gleich verpissen, ja, brauchen gar nicht erst warten. Zieh dich. Okay, das war zu teuer, naja. So, die hat... Oh Gott. Ein Kompass. Ja, je nachdem, was er will, ne? Ja. Ja, 1,6 wäre gut, weil du kannst mit 2,2 starten. Also das ist nicht ganz verkehrt. Ja, wir müssen sehen, wo wir bleiben. Aber wir können auch nicht zu oft handeln. Okay, dann machen wir mal 1,5. Ins 55. Oh, die sind aber auch, ja, dermaßen hartnäckig. Ich mache ins 560. Okay, die bleibt auch dabei, okay. Aber finde ich interessant, weil da kannst du echt ein bisschen handeln. Ja, aber so. Mit dem Ding machst du auf alle Fälle Plus. Und noch ein Gameboy. Lass mal niedrig anfangen. Wie willst du haben? 105. Ne, 105 kriegst du nicht. Wir können bloß mit 100 anfangen. Ja, das kann man, das ist okay. Ja, das ist ein fairer Preis, ja. Da gehen wir mit, das machen wir. Den nehmen wir so. Dankeschön. Interessiert sich nicht für... Okay, das ist immer noch zu teuer. Ja, also, die Lampe, das ist... Ja, da haben wir die Scheiße gegriffen. Ja, 230, okay, das geht nicht. Okay, na, dann haben wir Pech gehabt. Mach einfach die 230 maximal und gut. Ja, dafür haben wir ja in Dings ein bisschen was rausgeholt. Casino... Falls du jetzt fragst, nein, man kann die Gegenstände nicht reinigen. Alter, das ist dein Ernst? Wie kommt das dann dahin? Schön unter den Stuhl, Fischbüchse. Jawohl. Die Schweine, ne? So, da haben wir es auch geil, wenn du nicht spurst, ich sag das. Moin. Warte, bin du ready? Aha. Oh nein. Achso, okay. Der bleibt jetzt stehen, weil der was verkaufen will, hat immer Vorrang. Okay. Was hat er denn? Ein VR-Headset. Was will er denn? Ich gebe mal 350. Komm, ist ein guter Deal, Junge. 400. Nee. Da wären wir immer noch unter dem Preis, würde er gehen, ja. Ja, aber von bis, ne? Das heißt ja nicht, dass du den Maximumpreis rausholen kannst. Das siehst du ja, wie die... Ja, nee, aber ich meine, 480 ist ja von. Und wenn er unter 480 ist, hast du ja, Minimum Gewinn gemacht. Also auf jeden Fall. Oh, Alter. Das, ja, macht die Achte irgendwie. Ja, aber ich finde es halt krass, dass die so hartnäckig handeln. Ne? Das finde ich irgendwie ganz cool. So, moin. Ja, natürlich. Sehr gern. Endlich ist er weg, die scheiß Lampe. Die hat uns unser ganzes Geschäft gekostet. Kriegst auch noch ein Schleifchen dazu? Hast nicht verdient, aber was will ich machen? So, der Laptop. Ne, den lehne ich ab, Leute, weil der hat einen Bug das letzte Mal. Das werde ich definitiv nicht nochmal machen. Ja, natürlich. Sehr gern. Batterie schön in so einem Karton eingepackt. Viel Spaß damit. Oh, der ist auch geil. Der ist richtig geil. Ja, in Amerika kannst du das machen. Da kannst du auch mit einer Waffe so ins Geschäft gehen. Ne? Das wäre bei uns ein bisschen... Ich hab schon gesagt beim ersten Mal, aber ich dachte, die wollen mich überfallen, ja. Ja, es geht bei 2300 los, brauchst nicht anfangen. Wir müssen dann einmal kurz closen und die Artikel wieder in unserem Regal einräumen. Das sind ja total... Ich weiß. So, oh, das ist kein schlechter Preis. Aber ich gebe doch mal 35, komm. Die ist auch schon ein bisschen zerkratzt, muss ja auch zugeben. Siehst du selber. Nee, Junge, das kannst du knicken. Komm, gib doch einen Fuffi, weil ich... Nee, komm, da lass bleiben. Du bist weit über dem Preis, mein Guter. Guten Tag. Sehr gern. gnädige Frau. Viel Spaß mit der Mütze. Ganz ehrlich, also ich bin ja so, also, aber der Obdachlose ist schon nervig. Ja, komm. Ich weiß halt nicht, ob das dann irgendwie... Ich mach's nicht nur deshalb. Jesus 2.0, ja. Ich mach's nicht nur deshalb, aber... vielleicht kommt da ja irgendwann mal rein und hat auch ein Geschäft und gibt ja irgendwas dafür. 31, hast du den Schuss nicht gehört oder was? Junge, das ist ein Spielzeug, Dino, jetzt hört er auf, ja. Na? Geh ich zu meinem Sohn ins Zimmer, da habe ich 20 solche Viecher. Bit more habe ich gemacht, 4. Ja, das kommen wir auf keinen grünen Zweig, wenn du so weitermachst, sag ich dir. Ich muss ihn ja nicht unbedingt haben. Und du bist aber auch. Ist denn das zu fassen? Da wurde aber die 27 noch probiert. Hat funktioniert. Du musst ja hart handeln. Das der Typ auch geil. Ist ja voll, oh, was war die in der Hand? Goldborn. 60.000. Warte mal, vielleicht wär's mit $27? Ja. Nee, Mittel, Alter. Es tut mir echt leid, aber... verrückt ist ja, dass die... Also ich hab's jetzt nicht direkt gesehen, ehrlich gesagt, aber... War der Höchstpreis nicht irgendwas in die 60.000 und ihre Frau war bei 73? Na, freilich. Ja, die versuchen es auch, ne? Goldene Kompass hier vom Feinsten. Genau, und der Gameboy, da geht immer. So. Lieber nochmal checken. Ja, machen wir bei dem, Ach, das ist ein Fake-Gameboy made in China, guck an. Ah ja. Ach so, okay, da kann man ja gar nicht so viel verlangen. Da musst du mich ja, auch ein bisschen gucken. Ist ja trotzdem 100 bis 421. Naja, je nach Qualität halt. Aber die ist ja gut und Qualität ist auch gut, okay. Machen wir 250. Oder machen wir 230. Wir wollen es auch verkaufen. So, das haben wir. Warte mal. Jetzt ist schon der Tag fast rum. Ne? Du bist ganz schön beschäftigt. Eigentlich musst du erstmal einen Tag einkaufen und dann am nächsten Tag verkaufen vielleicht. Ja. 480 machen wir 600. Probieren wir mal aus, Leute. Wir wollen ja auch ein bisschen Geld verdienen. Und der Kompass war ja viel wert. Genau, ich muss ja auch. Den kann man mit 2000 starten. Da gehen wir mal auf 3,5. Bezahlt haben wir ja nur weniger. Viel weniger. So, 3,5. Gucken wir mal, ob wir da war für uns theoretisch ein gutes Geschäft. Nee, das gibt's doch nicht, ey. Auf jeden Fall, ja. Ich sag ja, du musst halt erstmal... Geschlossen hattest du im Übrigen, du hast geöffnet wieder. Naja, genau, wollte ich auch. Plattenspieler. Noch kann man ja, noch ist nicht der Talk rum. Was willst du, die haben... Ach Gott. Ah, ich auch nichts Schlimmes. Ah, Leute, das kann sein, das war's schon wieder. Ja... Naja, vielleicht ist es die Person. Nee, die mit dem, die verkauft geht vor. Die verkaufen geht vor. Mit dem Bild. Ich glaub's nicht. Nee, oder? Nee. Manchmal klappt das. Ich mach's nicht gerne, Leute. Nee. Ja, den Bug hatte ich das letzte Mal bei der Aufnahme halt auch leider, ne? Also die gehen jetzt nicht weiter hier. Das. Ja. Die gehen nicht bis zur. Was ist mit dir los? Ja. Wenn du es kaufen willst, dann verzieh dich. Musst es probieren. Vielleicht kannst du es noch retten. Aber ja, den Bug, den Bug hat er im letzten Spiel schon gehabt, dass die einfach nicht mehr an den Tisch gekommen sind. Machst du vor allem, wie du die mal wegschmeißt, das ist auch schon lustig. Okay, pass auf, dann machen wir das so. Das ist aber halt schon, also muss man dann auch sagen, ein Bug, der halt einfach... nervt. Ja. Also richtig Plus machst du mich nicht, ja. So, jetzt gehen wir mal schlafen. Vielleicht haben wir Schwein. Vielleicht haben wir Schwein und dann geht's wieder, hoffentlich. Weil an sich finde ich das Prinzip aber cool. Das macht auch Laune, weil die halt auch echt mit verschiedenen Gegenständen kommen. Was es echt cool macht. Echt Spaß macht, aber ja, wenn halt dann ständig dieser Bug ist, dass dann irgendwann zwischendrin nicht mehr geht, das nervt halt dann schon, ne? Ja, dann ist halt das Spiel vorbei. Du kannst halt nichts mehr verkaufen. Nee, genau, dann ist halt einfach aus die Maus. Das ist halt kein Bug, den du irgendwie, wo du sagen kannst, scheiß drauf. Das ist halt ein essentieller Bug. Wenn die nicht an Dresen rankommen, kannst du nichts machen. Das Problem ist, du kannst ihn... Oh, das kann ich mal versuchen. Kann ich den Dresen verschieben? Nee. Schade. Das hätte ich einfach ein Stück vorgezogen. Vielleicht war das gegangen. Lieber Entwickler, und das ist jetzt, wo wir ein bisschen Geld machen können, ne? Ja, überlegt. Gucken Sie es gut an. Die Auswahl ist klein, aber doch sehr auserwählt. Das muss man mal sagen. Wir haben hochqualitative Gameboys aus China da. Ja, das ist eine gute Wahl. Oh. Ja, der Bug ist scheiße. So, jetzt können wir noch eins machen, Leute. Und da kann man bloß beten und hoffen, dass das dann funktioniert. Wir gehen auf Quiet. Gehen auf Main-Menü und gehen da nochmal ins Spiel, weil das Spiel hat jetzt selbstständig gespeichert. Und das Lustige ist, es gab schon 3 Bugs, während ich spiele jetzt. Und ich hätte da wirklich Bock drauf. Ich sag's euch so, wie es ist. Wenn es nicht so teuer wäre, ich würde es mir wahrscheinlich kaufen. Ich finde es unglaublich interessant. Die kommen ja auch immer mal... Klar hast du viel selben Gegenstände, aber zwischendrin kommt immer mal einer, den du die ganze Zeit nicht hattest. Das kann schon Bock machen. Und bis du mal richtig was aufgebaut hast, dauert halt auch ein Stück, ne? Und da kalkulieren wir nicht schlecht. Die Ladezeiten sind etwas nervig. Gechillte Musik hier. Und falls ihr fragt, ich habe schon gedrückt. Aber das dauert wirklich lange. Bam, 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 bam. Dabei wollte ich doch mal zu dem werden, ja. Kohle wie Heu. Schicken Hut auf. Was willst du mehr? Naja, ehe du so einen Goldborn kaufen kannst, da musst du schon einiges verkauft haben, ne? Ja, definitiv. Oder hast halt Glück, dass der einer für 1000 zu 2000 verkauft, ne? Ist da auch so ein Problem bei dem Spiel? Ja, es wird nicht gehen. Ich kann jetzt hier drücken. Oder hat sich's aufgehört? Jetzt haben wir Glück. Ah, doch. Ja, es ist immer so ein... So, hier hat es gespeichert gehabt. Aber ich auch nichts Schlimmes, Leute. Beim Reingehen aufgemacht. Habt ihr das gesehen? Das nenne ich mal Stylo, ne? Ich lebe halt diesen Laden auch, ne? Das ist schon... Oh, ich habe den Dino vergessen noch. Na sieh. Da kommen 30... Ich mache 35. Haben wir auch relativ günstig eingekauft. Haben bezahlt für den Kollege. Ja, 27, top. Ist ja nicht so, dass wir jetzt schlecht verkaufen, ne? Das kann man nicht sagen. Kann ich nicht den Tisch umschneiden? Nee, scheiße. Man kann natürlich auch noch so Gegenstände kaufen, ist ja klar. Jetzt kann man halt hier auf Shop gehen, jetzt kann man halt hier unten auch auf Decoration gehen, da kannst du noch so Zeug kaufen. So Bilder und so ein Schnulli, aber man muss da auch das Geld dafür haben halt, ne? So, ja. Kundschaft. Ja, warte, ich bin da. Ah, nee, das war's. Entweder da, ich glaube nicht. Also lieber Entwickler, bitte patch das. Das ist unglaublich nervig. Nee, ja. Das war's. Ja, der Bug ist mies. Damit hat sich das Spiel halt erledigt, ne? Damit kannst du nichts mehr machen. Oh, da war mal ein Weitschuss. Du kannst halt auch nichts irgendwie die mal drängen, oder hier ist aber auch nichts, dass du irgendwie sourced, vielleicht ein bisschen hier wischen, die Kollegin hier, aber... Schade. Ja, wie gesagt, da habe ich den ersten Spieldurchlauf schon und habe deshalb zum Klunker gesagt, ich würde es gerne nochmal machen, weil es eigentlich eine coole Idee ist. Ja. Aber wie gesagt, ich weiß halt auch nicht, wo die hängen, weil du kannst auch das Regal umschieben. Damit kannst du die ein bisschen schieben. Vielleicht klappt das dann. So. Einfach mal an den Tisch geschoben. Ja, aber es zählt halt nicht, ne? Ja. Müssen die halt drehen, warte mal. Gut. Ja. Vielleicht, warte mal. Ist noch zu weit weg, glaube ich, ne? Ne, das Problem ist, dass der hinten ja Vorrang hat hier unter Kollege. So. Gehen wir ein bisschen rüber hier und müssen hier ein bisschen durchmixen. Ja, das ist echt schade. Das ist echt schade. Ja. Der Betrieb in der Brut. Das kommt immer mehr jetzt, aber... Da kannst du nichts mehr machen. Nee. Schade. Verschwinde. Ja, der Bug ist aber scheiße. Da ist wirklich Kacke. Und du kannst ihn halt auch nicht irgendwie verhindern, dass du sagst, okay, du machst jetzt irgendwas und dann geht's wieder. Schade. Echt schade. Naja, was willst du machen? Leute, ansonsten ist es ein cooles Spiel, lieber Entwickler. Ich hätte da Bock drauf, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, so ist es halt echt nervig. Wenn es halt einfach nicht funktioniert, ne? Ja, nee, spielbar halt einfach, ne? Und dann werde ich den mit Regal schiebe. Nee, es ist nicht spielbar. Du siehst ja auch, dass der Bug ist festgefressen in der Map. Also du kannst... Manchmal lockert sich ja wieder, wenn man so versucht, die wegzubacken, aber... Ja, also wir hätten potenzielle Verkäufer da. Aber es passiert halt nichts mehr. Ich müsste den ja irgendwie drehen. Hauptsache lassen alle ihren Müll fallen. Das kriegen sie noch hin, ne? Das geht immer. Ja, gut, was soll ich sagen? Schade. Also, lieber Entwickler, wenn das dann doch mal besser funktioniert, dann wäre ich sehr gern bereit, da weiterzuspielen. Wenn du einen Key hast, dann auch sehr gern. Würde ich den natürlich sehr gern nehmen, würde das dann intensiver testen. Aber bis dahin, es werden sicherlich noch hier und da ein paar Patches kommen. Vielleicht probiere ich es später nochmal aus. Was ist mit dem nicht richtig, Alter? Ja, dann geilen Move drauf, der Junge. Aber... ja, aber so ist nicht spielbar. Das ist essentiell wichtig. Und wenn man das nicht mal kann, dann ist es vorbei. Wir haben 1472 Dollar verdient. Sind nicht mehr auf Stufe 3 gekommen. In der letzten Aufnahme hatte ich wenigstens Stufe 3 geschafft. Bevor der Bug eingetreten ist. Woran es liegt, weiß ich nicht. Falscher Gegenstand vielleicht. Irgendwas. Keine Ahnung. Schade. Aber ansonsten danke ich euch natürlich fürs Zusehen, fürs Mitverkaufen. Und sage bis zum nächsten Mal. Und tschö mit Ö. Tja, der Händler, der hier den Laden aufgemacht hat, da sollte wahrscheinlich doch irgendwo... nicht selbstständig sein, vielleicht doch irgendwo sich anstellen lassen, weil irgendwie schafft das nicht. Wenn es aber euch trotzdem gefallen hat, lasst uns wissen. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ciao.